Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Da jetzt Nacht ist, werde ich nach Windholme reisen und mal den Tarnen fragen, was denn da gerade los war und wo Hallet ist. Weil das interessiert mich schon. Grüße, Mensch. Der will nicht mit mir reden. Na gut. Was kann ich denn jetzt noch machen? Ach ja, genau. Ich kann euch mal einen Cheat zeigen. Also den werde ich natürlich nie benutzen in diesem Let's Play. Außer wenn ihr ihn mal sehen wollt. Also ich richte mich da ganz nach euch. Ich zeige ihn euch jetzt einmal. Und dann könnt ihr mir ja sagen, ob ich den Cheat nochmal zeigen soll auf einer belebteren Karte. Nämlich, wenn man Steuerung und Plus drückt, das ist das neben dem Enter, öffnet sich dieses Cheat-Fenster. Wenn man jetzt unexplored Doppelpunkt enable in Klammern 0 eingibt, alles zusammen, wird die ganze Karte aufgedeckt. Schaut, wir können jetzt überall rumgucken, wo noch Gegner sind, zum Beispiel hier, und wo das Portal ist und so weiter. Also das ist eigentlich ein Cheat, der noch ziemlich, naja, sagen wir mal, ungefährlich ist und der eigentlich auch nicht schlimm ist, wenn man ihn ein paar Mal benutzt. Finde ich zum Beispiel, wenn man sich jetzt Rohstoffe cheatet, das finde ich schon ein bisschen blöder. Das mache ich auch nicht mehr. Früher, da war ich 7 oder so, als ich zum ersten Mal gespielt habe und herausgefunden habe, dass es Cheats gibt, habe ich mir so gedacht, ach kommt, ich will das ein bisschen verkürzen, ich will das Spiel so schnell es geht durchspielen, da habe ich gecheatet. Es ist doof, ich weiß, und ich habe auch damit aufgehört. Und ja, das ist der einzige Cheat, den ich immer verwendet habe. Die anderen Cheats habe ich dann ja aufgehört nach einiger Zeit. Wo ist Joshua? Egal. Und, ja. Der war eigentlich immer ziemlich nützlich. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich diesen Cheat noch weiter verwende, zum Beispiel im Grauschattental oder im Schwertfels zum Beispiel. Wenn ihr übrigens 1 in die Klammer schreibt, wird alles wieder zugedeckt. Ja, wenn ihr wollt zum Beispiel, dass ich auf dem Schwerfeld mache oder so, damit ich euch schon ein bisschen vorspoiler, was so da erwartet, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, was kann ich jetzt noch machen, bis die Nacht vorüber ist? Ich könnte ihn nochmal Nebel zaubern lassen. Weil ich's kann. Wumm. Ich habe mir auch eine Eismagierin gemacht. Taria Sagi heißt die. So wie die Hauptfigur in meinem neuen Buch, an dem ich gerade schreibe. Also eine der Hauptfiguren. Die Hauptfigur ist eigentlich ein Junge namens Alex, aber die weibliche Hauptrolle hat ein Mädchen namens Taria Sagi, also Taria mit Vornamen und Sagi mit Nachnamen. Inne und ja. Dieser war jetzt Level 1. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe nur den Prolog durchlaufen lassen. Weil ich möchte doch trotzdem zusätzlich einen Avatar haben, der eher meinem Bild entspricht. Das heißt, Eis und eventuell Feuer, also Eis und Feuer. Fernkampf nicht, einfach nur Eis und Feuer. Weil Waldes will ich ja nicht genau nachmachen. Ich habe nämlich auch wieder League of Legends für mich entdeckt. Also ich laber jetzt ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken, ne? League of Legends, das habe ich ja eine Zeit lang nicht gespielt, weil mir die Community auf den Sack ging. Also so richtig auf den Sack. Ich meine, ich habe erst angefangen, ich habe als Annie gespielt und jeder hat mich als Noob beschimpft und dass ich so schlecht wäre und so. Und sie sind natürlich die Größten. Und die LoL-Community ist einfach scheiße. Es macht viel mehr Spaß, wenn ihr mit euren Freunden zusammenspielt. Also Freunden in einem Team. Wenn ihr 4 Freunde habt, die gerne LoL spielen
und ihr dann alle zusammen in einem Team seid, das macht dann viel mehr Spaß, als sich von so Fremden da dauernd verarschen zu lassen und ja, zu sagen, hey, ist dies für Scheiße, reportet die mal, bla bla bla. Und jetzt bin ich auf Ashe umgestiegen, einer Frostbogenschützin, um wieder auf das Thema zurückzukommen, und mit der bin ich irgendwie viel besser. Also Annie mag ich auch, weil sie eine Magierin ist und weil sie eine coole Ulti hat. Tibbers. Aber Ashe ist auch ganz okay mit ihrem Pfeil. Ja, mal ein bisschen aus meinem Leben, was ich so also privat zocke. Fiesta bin ich auch ganz gut. Von wegen, ich bin ein Noob, der nix kann, ne? Damals, als ich das Let's Show gemacht habe, da war ich gerade mal Level 16, hab angefangen vor 3 Jahren oder 2. Und wusste noch überhaupt nichts, also hört auf, mich als Noob zu beschimpfen. Ich bin Level 56, ich mache euch im Abbey fertig. Ja, gleiches Morgen. Hörger hat hoffentlich das Gift gefressen. Also das Fleisch. Oder müsste er eigentlich? Je größer sie sind, greift den geschwächten Hörger an. La la la. Hörger, kommst du mal raus? Ich könnte Hörger auch zusätzlich vergiften. Die Fähigkeit habe ich schließlich da. Hier. Na komm. Ja, die Musik beginnt schon. Und die Vögel singen. Bei uns auch. Bei uns ist herrliches Wetter. Juhu, mit der Maus rumzufahren macht Spaß. Folgt mir. Meine Mutter hat unten genießt. Zu Das hört Befehl. man bis hierher. Verstanden. Stehe So. bereit. Alles klar. Ah, da ist er. Auf mein Kommando. Tötet ihn. Für die Freiheit. Scheiße. Warum hat es nicht gewirkt? Stirb. Alter. Nochmal. Schließt die Reihen. Zum Angriff. Los. Schlagt sie Alle durch. auf den blöden Riesen, ne? Wie wär's? Stirb doch mal. Sie sind überall. Bums. Opal, grünes Juwel, Schlüssel für den Schwertfels. Nein, ich will nicht die ausgewählten Einheiten vernichten. Ich wollte in mein Inventar gucken. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen. Entschuldigung. Okay. Dann würde ich sagen, Saphira, du gehst mal zum Schwertfels, der einzigen optionalen Karte im Spiel. Den Schlüssel für den Schwertfels verwenden. Der Schlüssel passt, das Tor öffnet sich. Also ich werde jetzt in den Schwertfels gehen und je nachdem, was unter diesem Video steht für Kommentare wegen Aufdecken und so, werde ich das dann wahrscheinlich im nächsten Video machen, wenn ihr das haben wollt. Oder halt, wenn ich diese Aufnahmesession beendet habe. So, tschüss. Südliche Windwallberge, hallo Schwertfels. Der einzigen Karte mit nur einem Portal. Zurück in die südlichen Windwallberge. So. Ah, wir haben Gorin Gundason. Und hier Minotauren. Und hier Uroks. Ja. Auf dieser Karte, also ich sag erstmal, was. Ah, hier ist eine Spinne. Ich sag euch erstmal. Oh, da ist ein Portal. Ein Seelenfels. Ich sag euch mal, was uns auf der Insel erwarten wird. Und zwar. Warte mal, sind jetzt schon Spawnpunkte? Oh nein, zum Glück nicht. Also, es werden uns zwei neue Einheiten für Zwerge und Elfen erwarten. Also wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, ich habe bei den Elfen eine, die fehlt noch. Das ist eine sehr, sehr wichtige Einheit für das Grauschattental. Und zwar die Druiden.
Und hier glaube ich den Ältesten. Bin mir aber nicht sicher. Es werden Gebäudepläne kommen. Es werden sehr viele Quests kommen. Ich brauche ja hier für die... nein, das nicht. Für die Erdenklinge. Und jetzt werde ich erstmal mit Gorin Gundarsson sprechen. Na, wen haben wir denn hier? Willkommen auf dem Schwertfels, Freund. Ich bin Gorin, Gideons Sohn. Kommt, setzt euch zu mir. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Pfeife vertragen. Ich will keine Pfeife. Was führt euch hierher? Adamantinum, mein Freund. Das kostbarste Metall unter der Sonne. Man findet es hier oben allerdings nur noch sehr selten. Früher war das anders. Ich könnte euch Geschichten über dieses Land erzählen. Ja. Was habt ihr über den Schwertfels zu berichten? Das will ich euch gern sagen. Cutscene. Der Schwertfels verdankt seinen Namen dem Berg, der wie eine Schwertklinge emporragt. Das Land hier ist alt. Die Felsen wispern noch das Lied der Weltgeburt. In den Tälern lauern Urwesen und Trolle. Und hoch im Norden wacht ein Riese über den Schatz von Brahir. Er ist harmlos, aber kommt seiner Höhle nicht zu nahe. Einst schürften meine Brüder hier Adamant, aber das ist lange her. Denn die Steine erhoben sich gegen uns im Zorn. Sie erschlugen die Zwerge und verfluchten das Land und die Felsen. Aber unter all diesen dunklen Kreaturen stoßt ihr hier manchmal noch auf ein Geschöpf aus den alten Tagen, aus den unergründlichen Tiefen unserer Welt. Ich sehe, ihr seid ein Diener der Rune, deshalb noch eins. Gleich hier, hinter den Felsen, findet ihr ein fruchtbares Tal. Dort steht noch ein Runenmonument des Zirkels. Und solltet ihr Dvorsnik, den Einsiedler, treffen, dann fragt ihn nach einem guten Schild. Der alte Bursche fertigt hervorragende Schilde, müsst ihr wissen. Sorry, das wurde durch etwas unterbrochen. ja, genau. Kraga. Den kann man zum Glück ansprechen, also ist er freundlich. Hier ist das Erdelementar, also der Diener der Tiefe. Und ich würde sagen, mach dich mal auf den Weg, Saphira. Das wird einige Parts in Anspruch nehmen, fürchte ich. Weil... ja... zwei Hits mache ich dich down. Sehr schön. Ich gehe erstmal hier rum, weil ich habe da vorne, also ich habe Lenia gesehen. Da ist Lenia, ganz viel Lenia. Aber da fürchte ich, brauche ich auch ein paar Türmchen. Frostbringer. Ja. Das wird eine lustige Karte. Töte die Spinne! Ja! Oh, hier sind ganz schön viele Bären. Sehr gut. Hier sind auch viele Bären. Wow. Dann brauche ich hier doch keine. Doch keine Türmchen. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir!
Ja. Okay, ich sehe schon, 15 Minuten. Ich mache heute mal nur eine 15-Minuten-Part. Ich habe nämlich leider nicht viel Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Hall of Dawn, wenn ich den Schwertfels weiter erkunden werde. Also bis dann. Ciao.